Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich wieder ganz, ganz herzlich für den Support beim letzten Video bedanken. Das war wie immer geisteskrank für die, die neu sind. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Im Hintergrund seht ihr schon selber, das sind die Headliner-Karten, die schon geleakt wurden. Und das sind auch die offiziellen Stats von den Karten. Ich zeige euch gleich nochmal das komplette Team. Und zwar seht ihr einen Acuna mit eigentlich gutem Pace. Koulibaly, der auch sehr, sehr krass ist für die Serie A. Reece James mit 90 Pace. Sieht auch sehr, sehr krank aus. Gnabry bei Bayern auch eine sehr, sehr stabile Karte bekommen. Van Dijk, sehr, sehr brutaler Innenverteidiger. Und Nkunku mit überkrassen Stats. Also Nkunku, wie gesagt, ist der Bruno Fernandes vom letzten Jahr. Außerdem wird noch Ramsdale kommen, der hat diese Stats, ist halt eine normale Keeper-Karte, nichts Besonderes, Engländer Arsenal. Und das hier ist das komplette Team 1 der Headliners, also Mbappé, Van Dijk, Koulibaly und Nkunku, also ohne Stats, hier die ganzen Namen. Hier habt ihr auch nochmal alle Spieler, aber das ist ein altes Foto, da waren zum Beispiel die Stats von Gnabry etc. nicht bekannt, die ihr eben gesehen habt. Aber ja, das sind alle Spieler von Team 1, Savanier, Sangare, Simeone und so weiter und so fort. Hier habt ihr nochmal die Auflistung, das Ganze von Food Sheriff ist eigentlich ein sehr, sehr guter und vertrauensvoller Leaker. Was auch noch kommen wird, das hat Footdonk geschrieben, ist natürlich die Keita und Kovacic SBC, da hat ich aber schon ein Video zu hochgeladen. Icon SBCs wird vermutlich auch noch kommen diese Woche. Dann hatte er schon am 28., also vor zwei Tagen, geleakt, dass mit Best Prime Solo und mit Puyol kommen soll und die kamen ja auch. Wiederholbare Icon SBCs werden wahrscheinlich auch noch kommen. Showdown SBCs, damit ist halt Keita und Kovacic gemeint. Aubameyang bekommt eine Player Moments Karte. Die könnte zum Beispiel so aussehen, da sind jetzt noch keine Stats oder so geleakt, aber man weiß, dass es auf jeden Fall eine Player Moments Karte sein wird von Aubameyang. Und Eduard als Recordbreaker soll auch noch kommen. Die Karte sieht wahrscheinlich dann so aus, ähnlich wie die Inaki Williams Recordbreaker Karte. Der hat ja bei Crystal Palace, also in der Premier League allgemein, hat er, glaube ich, das schnellste Tor geschossen, nach 28 Sekunden oder so, von einem Ausländer, glaube ich, wenn ich mich nicht geirrt habe. Aber auf jeden Fall irgendwas mit schnellste Tor nach 28 Sekunden hat er gebrochen. Diese Karte wird auch kommen, wahrscheinlich auch wie vor einigen Monaten bei Inaki. Könnt euch ja noch an diese Karte erinnern. Inaki hatte, glaube ich, damals die meisten Spiele nach Gang irgendwie gebrochen, also ohne Pause oder ohne Verletzungen. Und ansonsten warten wir halt noch auf die Showdown SBC. Die muss auf jeden Fall heute kommen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, müsste die dann schon rausgekommen sein oder spätestens Freitag um 19 Uhr müsste die kommen. Und was auch noch natürlich bestätigt ist, ist Militao POTM aus der La Liga, könnte diese Stats circa bekommen. Also Militao wird eine sehr, sehr geile Karte werden. Ja, das war's von den Leaks her, Jungs. Das war ziemlich viel Input, was jetzt die Wochen kommen wird, aber ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten. Das krasseste finde ich aber sind die geleakten Stats von den Headliner, die jetzt am Freitag rauskommen werden. Ich bin gespannt, was noch so die Tage rauskommen wird. Wenn morgen irgendwas noch geleakt wird, bringe ich morgen noch ein Video raus. Ansonsten wünsche ich jedem einen guten Rutsch, der bei mir nur die Videos schaut. Ansonsten sehen wir uns bei dem nächsten Livestream. Ich denke, ich werde heute und morgen streamen. Wer Bock hat, schaut vorbei. Ansonsten aktiviert die Glocke für die Benachrichtigung. Kuss an jeden Einzelnen und haut rein. To vacation.